Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Ihr wisst ja, ich liebe leise Elektrofahrzeuge und teste auch immer mal wieder E-Autos. Heute geht es im weitesten Sinne um ein Elektromobil, nämlich um einen elektrischen Rasenmäher, einen Mähroboter. Aber nicht irgendeinen, sondern praktisch den Porsche oder auch den Tesla unter den Mährobotern. Den Luba 2 von Mähmotion. Ich selbst habe einen Rasenmäherroboter, wir nennen ihn Karl und wir sind damit auch sehr zufrieden, aber manche Tücken hat er schon. Zum Beispiel, er fährt manchmal auf Steine drauf und fährt sich fest. Oder am Rand kommt er nicht wirklich an den Rand, da sind dann lange, hohe Gräser, die ich dann mit der Hand mähen muss. Er kann auch nicht höher als 5 cm schneiden und natürlich vor allem, man muss außenrum um den Garten ein Kabel verlegen, damit er überhaupt weiß, wo man ist und dann wächst die Natur nach oder es steht irgendwas im Weg oder ein Baum wird größer und schon muss man wieder alles ändern. Und in einem Garten wie diesem hier, mit vielen Bäumen, Ecken, Winkeln, teilweise No-Go-Areas, wo die Bienen sind, da wäre das mit Kabel verlegen wirklich eine Riesenaktion. Der Luba 2, der funktioniert ganz anders. Ich habe also von Mähmotion eine große Kiste bekommen und habe angefangen mal zusammenzubauen. Das ging sehr schnell. Ich war eigentlich nach 15 bis 20 Minuten fertig. Die Kamera draufschrauben, vorne den Stoßfängersensor montieren, dann einen RTK-Sender zusammenschrauben und das Ganze mit der App verbinden. Das hat wirklich 20 Minuten gedauert, vielleicht 30, aber länger nicht. Soweit perfekt und ihr seht schon, der Luba 2 funktioniert völlig anders als mein Roboter. Er kann mit Kamera sehen, er hat Sensoren, mit denen er fühlen kann und er hat einen RTK-Senderempfänger. Das heißt, er arbeitet auch noch zusätzlich mit GPS. RTK, musste ich nachschlagen, heißt Real-Time Kinematic, also in Echtzeitbewegung tracken. Also während mein Karl ab und zu, wenn ich ihn programmiere, random in der Gegend rumfährt und das Gras mäht, kann Luba 2 auf 2 cm schnittgenau ein vorher eingegebenes Gebiet umfahren und mähen in verschiedenen Schnittmustern bis zu 10 cm Schnitthöhe bei unebenem Gelände. Wenn zwischendurch ein Kind oder ein Igel ins Bild läuft, sozusagen, fährt er außen rum. Das macht er mit der 3D-KI-Kamera, die da vorne angebaut ist. Ja, ich kann sogar verschiedene Gebiete mit verschiedenen Schnittmustern und Schnitthöhen festlegen und verschiedenen Mähzeiten. Und das alles, ohne irgendwo ein Kabel verlegen zu müssen. Klingt spannend, deswegen habe ich es eben mir angeschaut. Und schaue jetzt mal hier im Garten meiner Freunde, wie das hier funktioniert. Als ich hierher gekommen bin, habe ich mir erstmal gedacht, oh weh, funktioniert das überhaupt? Der Rasen ist natürlich schon eine ganze Weile nicht mehr gemäht worden. Das ist auch zum großen Teil nicht unbedingt Rasen, sondern es sind andere Gewächse, Löwenzahn und so weiter. Ich weiß tatsächlich nicht, ob der Luba 2 damit zurechtkommt. Die nächste Sache ist, ich muss ja einen Aufstellort finden für die Station. An der Station brauche ich logischerweise Strom. Es soll ein ebenes Gelände sein. Ich muss in den Boden reinkommen, um sie zu verankern. Und noch ganz wichtig, ich möchte an dieser Station ja auch die RTK-Antenne aufstellen. Und die soll auf jeden Fall so weit von einem Baum weg sein, wie der Baum hoch ist und braucht freie Sicht auf den Himmel. So, diesen Punkt finde mal. Ich würde mal sagen, es ist genau der. Das ist jedenfalls meine Hoffnung. Es ist nicht 100% eben. Ich habe es nachgemessen. Es sind vielleicht 3-4%. Ich kann mir keinen anderen zaubern. Ich habe ihn also mal glatt gemäht. Das hat der Luba schon selber gekonnt. Den kann man ja auch manuell zum Mähen bedienen. Dann habe ich geguckt, ob die Station dort eben stehen kann. Ich fand schon. Ich habe auch mal getestet, ob Luba 2 dort ein- und ausfahren kann. Das hat geklappt. Dann habe ich Strom dorthin verlegt, weil es gibt nur eine einzige funktionierende Steckdose im Garten und die ist 20 Meter weg. Und dann muss man hier die Antenne und den Strom unten anschließen. Die Antenne wird dann gleich mitversorgt. Es gibt auch eine extra Stromversorgung und ein langes Kabel. Damit könnte man die Antenne auch wo ganz anders aufstellen, wo sie geschickter ist. Ich habe jetzt diesen Aufstellort gewählt und bin mal gespannt, ob das funktioniert. Wenn man die Kabel richtig festgemacht hat und so versorgt hat, dass nichts mehr drüber fahren kann, ich habe auch noch einen Eimer draufgestellt und noch mit Plastik eingepackt, damit da auch im Regen nichts passiert, dann muss man sie mit Erdschrauben befestigen und am Ende diese Antenne auf dem langen Spieß an eine bestimmte Stelle dieser Bodenplatte befestigen. Da hat sich ehrlich gesagt Mähmotion nicht so viel gedacht, weil das Kabel ist praktisch so kurz, dass es ein richtiges Rumgewürge ist, bis man das dann endlich an der Stelle hat. Und eigentlich kann man die Station erst dann positionieren, wenn man den Spieß schon drin hat. Das ist aber funktioniert, ich muss ja genau umgekehrt sein. Also
Da weiß ich nicht. Da würde ich mir was Einfaches einfallen lassen. Da habe ich tatsächlich ungefähr so lange für gebraucht, für diese Station zu befestigen, wie für den kompletten Rest der Installation und des Aufbaus. Da es im Moment sehr, sehr viel regnet, habe ich auch noch ein Garagendach bekommen von Memotion, das ich hier angebracht habe. Eigentlich auch eine Sache von einer Minute, würde ich sagen. Aber die eine Fassung wollte einfach nicht greifen. Ich habe wirklich geschwitzt und meine Mütze abgezogen und meine Brille abgezogen und geguckt und gemacht und getan und geschafft. Irgendwann hat es dann tatsächlich doch funktioniert und hat Gott sei Dank gegriffen. Und jetzt hat also Luba auch noch ein Dach auf seiner Garage. So, im letzten Vorbereitungsschritt habe ich hier, wie man das macht, ein Gebiet erstellt. Dazu fährt man mit dem Handy den Luba 2 im Garten herum, immer an der Außengrenze. Ich habe das teilweise mal sehr genau genommen, um mal zu schauen, wie es dort funktioniert. Teilweise bin ich einfach nur schräg rübergefahren, weil ich den Garten hier in verschiedene Bezirke einteilen will. Habe jetzt aber einfach erstmal nur einen gemacht, um zu gucken, wie das funktioniert. Und dann habe ich die Anweisung gegeben, diesen Abschnitt zu mähen. Da kann ich verschiedene Mähmuster auswählen. Ich habe die Schnittlänge mal hochgesetzt, damit er eine Chance hat. Dann haben wir natürlich festgestellt, dass er erstmal laden muss. Dann ist er erstmal in die Ladestation gefahren. Ich stelle jetzt noch ein, dass er bei Regen nicht losfährt, weil das sollte er nicht unbedingt. Und dann bin ich mal gespannt, wie sich das Ganze hier entwickelt. Ihr hört von mir. Der zweite Tag. Es hat gestern sehr, sehr viel geregnet und ich war heute gespannt, ob das Garagendach den Luba trocken gehalten hat. Hat es. Es funktioniert alles wunderbar. Und dann habe ich den ersten Mähtest gestartet und dabei tatsächlich die ersten Grenzen vom Luba festgestellt. Hier ist der Garten und auf dieser Seite ist ein sehr, sehr hoher Baum. Beziehungsweise ist es eigentlich eher ein Wald und ich kann jetzt kaum abschätzen, wie hoch das ist. Aber das sind 30, 40 Meter vielleicht sogar. Es ist sehr, sehr hoch. Und wenn man jetzt hier um die Ecke kommt, macht der Garten an dieser Stelle eben diese Einbuchtung, die ihr auch auf dem Bild vom Bereich gesehen habt, den ich vorher definiert habe. Und wenn der Luba hier um die Ecke gefahren ist, wo ihr mich jetzt nicht mehr seht, hat er nach ein paar Metern aufgehört zu mähen, weil er die Position verloren hat. Es gibt einfach keinen anderen Standort für den RTK-Sender und deswegen habe ich jetzt beschlossen, den Bereich, den ich mähen möchte, zu verändern und diesen Bereich, der sozusagen im Schatten des RTK-Senders liegt, auszuklammern. Dann habe ich also, und das ist schön, dass man das kann, den Bereich umprogrammiert. Man muss den nicht neu machen, sondern man kann ihn ändern. Ich habe also nochmal vorne angesetzt, weil ich wollte auch noch ein bisschen weiter vom Wald weg, weil was auch nicht so gut funktioniert ist, wenn der Luba unter solche Sachen hier durchfährt, dann kann es nämlich immer sein, je nachdem, wie die Vegetation sich entwickelt, dass dann doch eine Schlinge oder sowas im Weg ist und dann fährt er sich auch fest. Also habe ich den Weg etwas großzügiger gestaltet und bin hier, das könnt ihr hier ganz gut sehen, einfach quer durch und habe den Bereich neu definiert und habe hier sozusagen dieses Eck abgeschieden. Und jetzt seht ihr den neuen Bereich, den ich festgelegt habe. Was ebenso wichtig ist, ist, dass man vorher noch die No-Go-Areas festlegt. Zum Beispiel diese Insel hier, da soll ja nicht gemäht werden. Da kann man einfach einmal drum rumfahren und dann festlegen, dass der Mäher da nicht mähen soll. Das habe ich auch an dem Baum da vorne gemacht und an allen Stellen, wo ich nicht möchte, dass der Luba sich bewegt. Dann habe ich auf Start gedrückt und es ist ein bisschen so wie mit einem kleinen Baby am Anfang. Man schaut immer, was macht er denn, wo ist er denn und ist er noch da? Ich hatte tatsächlich noch ein größeres Problem. Er ist mir nämlich einige Male liegen geblieben und er hat vorne den Bumper verloren. Und das vielleicht nochmal als Hinweis für euch, als Takeaway aus diesem Video. In manchen Videos sieht das ganz einfach aus. Man steckt den so rein und dann schraubt man ihn zu und dann ist er fest. Ja, also bei mir nicht. Ich habe es dreimal versucht. Ich dachte immer, er sei drin, er war nicht drin. Man muss also die Schrauben erst ganz aufschrauben, schauen, dass das auch gut sich bewegt und dann ganz reindrücken, sodass wirklich nur noch so viel genau da, wo die Schrauben sind, übrig ist. Und dann kann man es fixieren und dann ist es fest. Und jetzt ist er auch fest. Wie ihr hier ganz schön sehen könnt, arbeitet der Luba nicht randommäßig, sondern sehr systematisch die Wiese ab. Und wie ihr auch sehen könnt, es ist eine schwere Arbeit für ihn, weil das hier ist eigentlich kein Rasen, den man mäht, sondern es ist eher ein kleiner Urwald für ihn, den er mit der Machete sozusagen bearbeiten muss. Wie gesagt, wir machen hier den absoluten Härtetest für Luba und testen alle Grenzen. Und ich glaube, ein paar habe ich schon gefunden. So, jetzt wollen wir mal sehen, was der Luba macht, wenn die Kamera kommt. Eigentlich sollte er die sehen und außen rumfahren. Also wir haben jetzt gesehen, er hat die Kamera berührt,
Das ist ja auch eine sehr wackelige Geschichte, aber offensichtlich so wenig, sie ist nicht mehr umgefallen, hat sie sozusagen abgescannt mit der Kamera und ist dann weitflächig sozusagen um sie rumgefahren. Das finde ich schon ziemlich cool. Man kann ja einstellen, dass er sie berührt, dass er sie gar nicht erst berührt. Ah, ein kleiner Stupfer für mich. Also auch wenn ich jetzt nicht ich wäre, sondern ein Igel, dann würde er ihn anstupfen und dann außen rumfahren. So, ich werde später nochmal ausprobieren, wie das ist, wenn ich ihn so einstelle, dass er gar nicht erst berührt. Naja, da wo ich jetzt stehe, normalerweise sagt man, wächst kein Gras mehr, hier bleibt es halt mal stehen. Ihr habt vorhin gesehen, dass ich hier einen Mitfahrer habe und diese Schnecke ist so vorwitzig. Die schnuppert jetzt hier sozusagen am Sensor und ich glaube, die muss ich jetzt mal retten. Ich drücke also auf Stopp. Sehr lieb. Gut. Und setze sie in die No-Go-Zone. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch mal auf Man drücken und Start. Und es geht weiter. So, jetzt seht ihr, jetzt ist hier diese Insel, in der er nicht fahren soll, sozusagen abgearbeitet. Und deswegen ist er jetzt bis vorgefahren. Da vorne fährt er und macht jetzt ab hier weiter. Und dann irgendwann wird er das, was in dem Schatten der Insel noch ist, auch noch machen. Also schon sehr spannend. Eine Sache, die ich noch festgestellt habe, ist, dass man halt, um diese Sachen alle zu sehen, Bluetooth-Kontakt haben muss mit dem Luba 2 und sonst muss man hinlaufen. Es gibt allerdings natürlich auch noch eine SIM-Karte dafür und dann ist er auch noch im 4G-Netz und dann kann man noch mehr mit ihm kommunizieren, weil ehrlich gesagt in so einem großen Garten WLAN, das werden die wenigsten haben, denke ich mal. Wir sehen im Moment, hat er noch 52% Batteriekapazität, hat 30% in diesem Moment gemäht, verbleibend 123 Minuten und verstrichene Zeit 107 Minuten. Genau, also ich denke, dass er dann eben so ungefähr in 100 Minuten spätestens wieder an die Station gehen wird und nachladen. Und dann in 123 Minuten sind wir wieder hier und schauen, wie er mit dem Rasen fertig geworden ist. 16.50 Uhr, jetzt ist eigentlich die Zeit schon lange vorbei, aber hier steht noch 19 Minuten verbleibend und er hat 89% gemäht und er ist noch sehr fleißig. Da bin ich jetzt mal gespannt, ob das hinhaut, weil da hinten ist es sehr dunkel und es soll bald zu regnen anfangen. Er hat diese doch sehr hohen Gräser und Löwenzahne und alles Mögliche ganz ordentlich umgesäbelt, die ganz hohen und vor allem den Spitzwegerich und so weiter, die fährt er mehr oder weniger platt. Da muss man vielleicht dann gucken, ob er beim ersten Mal vorher noch einmal mit einem Langhaarschneider drüber geht, um die noch hinzukriegen. Auf der anderen Seite, dafür wollte ich es ja auch ein- oder zweimal mehr machen. Vielleicht, dass er im Laufe der Zeit die dann doch klein kriegt. Nebenan haben wir den analogen Rasenmäher gehört. Ja, von ihm hört man nicht so viel. So, ihr Lieben. 3 Wochen lang habe ich den Luba 2 jetzt ausprobiert hier in diesem großen Garten und wirklich vielfältige Erfahrungen gemacht. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass er wirklich gut da an den Hügeln arbeitet. Er kann ja bis zu 80% Steigung überwinden. Ich habe verschiedene Zonen angelegt. Ich habe in diesen verschiedenen Zonen verschiedene Programmierungen gestartet mit verschiedenen Schnitthöhen an verschiedenen Tagen. Ich habe auch nochmal ausprobiert, ob der Luba wirklich ohne Berührung vorbeifährt. Das hat er gemacht. Und irgendwann habe ich dann mal festgestellt, dass dieses ganze Gras bei dem ganzen Regen und dem ganzen Matsch dann doch ein bisschen zu viel war und unten wirklich alles komplett verdreckt war, sodass ich ihn erstmal davon befreien musste und danach ging es dann auch schon wieder deutlich besser. Und wie ihr hier sehen könnt, hat es auch funktioniert, dass man direkt von der Kamera die Bilder sich aufs Handy spielen lassen kann und so auch direkt sehen, was gerade im Garten los ist. Wenn ich jetzt zu einem Fazit komme, dann würde ich sagen, es ist ein gemischtes Fazit, denn es gibt tatsächlich einen Punkt, der recht viel Probleme gemacht hat. Und das war natürlich von Anfang an ein bisschen klar. Wie ihr seht, ich stehe hier im Schatten und das liegt daran, weil es hier sehr viele Bäume gibt. Über mir zum Beispiel auch jetzt gerade gewachsen in den 3 Wochen nochmal viel Blattwerk, was den Himmel verdeckt. Hier große Bäume, hinten ein Wald und so weiter. Und das hat tatsächlich dazu geführt, dass der Luba immer wieder stehen geblieben ist, auch wenn ich mal nach einer Woche dachte ich, gucke jetzt mal, wie schön es aussieht, festgestellt habe, es sieht gar nicht aus, sondern er hat sich einfach irgendwo in den GPS-Schatten gestellt und nichts weiter getan. Das war auch ein bisschen frustrierend, muss ich sagen, und das ist sicherlich der Haupthaken an diesem Gerät. Es gibt viele Leute, die kaufen sich einen SUV und fahren dann damit zum Einkaufen. Und ich denke,
Hier ist es ähnlich. Wenn ich einen überschaubaren Garten habe, dann bin ich möglicherweise mit dem Ziehen eines Kabels sogar schneller fertig, als wenn ich hier immer mich um die Betreuung kümmern muss bei der Positionierung. Wenn ich allerdings nicht so viele Bäume habe, einen großen, vielleicht noch schwierig abgegrenzten Garten, gerne mit Hügeln und allem. Und vor allem, ich würde empfehlen, die SD-Karte einzubauen mit einem Handyvertrag, sodass man diese zusätzliche Konnektivität noch nutzen kann. Dann würde ich sagen, ist das sicherlich ein super Gerät und es kommt wirklich mit jeder Menge Urwald zurecht. Ich habe, glaube ich, wirklich so ziemlich alles erlebt. Ich hatte einmal, dass er sich in der Schlinge von einem Ast festgefahren hat. Ich hatte einmal, dass wir dank des vielen Regens hier einen Stromausfall hatten. Natürlich bleibt er dann auch stehen, weil er nicht mehr weiß, wo seine Heimatstation ist. Ich hatte natürlich mehrere Male, dass er wegen den Bäumen seine Positionierung verloren hat und dann stehen geblieben ist. Ich hatte einmal, dass er seine Positionierung falsch erkannt hat und einfach dann einen Meter neben seinem Gebiet gefahren ist. Also wie ihr hier sehen könnt, der Luba befindet sich exakt in seinem Arbeitsbereich, aber er glaubt, er sei außerhalb. Und ich hatte einmal, und das fand ich tatsächlich ärgerlich, dass er ein Firmware-Update machen wollte, bevor er wieder weiterfährt. Und damit er dieses machen konnte, musste ich ihn erst dorthin tragen, wo ich WLAN und Bluetooth habe, nämlich zum Haus. Dann konnte ich das machen und danach konnte ich ihn wieder bewegen und benutzen. Das fand ich so ein bisschen, weiß nicht. Das ist mein ehrliches Fazit zum Luba 2. Wie ihr seht, habe ich ihn ganz schön geschliffen. Ich wollte ihn an die Grenzen bringen und ich glaube, das ist mir gelungen. Was meint ihr zu diesem Wundergerät oder habt ihr eigene Erfahrungen damit gemacht? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, euer Dieser Dad.